Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Mission Throwdown und Daily Shop News. Und Commerce ist mit mir dem Herrn gleich. Leute, vielen Dank an euch alle. 750 Abos, mega geil. Die Rose geht raus an euch alle, Leute. Ehrlich, mega, mega cool. Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei euch. Ja. Bin so, als ich die Zahl heute gesehen habe, da war ich so geflasht. So 750 Abos. Ja, da müssen wir jetzt wirklich mal was machen hier. Da wird was kommen. Mega, 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 mega geil. Also ich bedanke mich wirklich bei euch allen. Hammer cool. So. Ja, jetzt schauen wir mal hier in den aktuellen Shop rein. Hier immer noch. Der Mythic Teddy in Mamas Hauptmojiganischer Tulle. Jetzt gehen wir mal in den Shop rein, gucken wir mal, was hier so am Start ist. Hier haben wir die Pointillism Tirebox. Und wie immer direkt nach dem Siege wieder eine neue Box draußen, müssen wir mal gucken. Pointillism, Graffiti Mural, Philip J. Fry, Jerome's Mother, Mutilated 3BP Dolls und Francine Smith. Ja, und haben wir hier auch Pointillism, Gucci Copy, Sculptor, Draw Me Tina und so weiter und so weiter und so weiter. Also, auf jeden Fall, wenn ihr genauer Bescheid wissen wollt, dann schaut doch mal nach dem Video mit der Pointillism Box bei mir. So, hier haben wir, oder bei uns auf dem Kanal. So, da haben wir hier die Mythic Tina nach wie vor, ein Tag 16 Stunden noch übrig. Mit Red Rodriguez, True Real, Graffiti Mural, Mutilated 3BP Dolls und Lois Griffin, ja, also hier schon eine Mischung da, Musikkarte, dann Kunst und Lois, boah, also auf jeden Fall schon ein einigermaßen cooles Pack. Leider sehr unwahrscheinlich, dass man die Tina draus bekommt. Und da ist die neue Box, hammer geil, Dance Squad Box mit Super Tanztrupp oder Super Dance Squad. Nibbler on the Roof, Oldies with Goldies oder Oldies mit Süßem, Big Mountain, Fudgecake, Philip J. Fry und Hank Hill. Und da kann man natürlich nur eins sagen: Philip J. Fry und Hank Hill mit diesen Karten ergeben richtige geile Kombos. Und wie man hier auch hinten sehen kann, Super Dance Squad, ne? Also, das ist geil. Also, auf jeden Fall eine mega geile Box. Ich freue mich auch schon richtig auf den Musik-BGE. Da habe ich nämlich einige richtig gute Karten dafür. Bin froh, wenn dann irgendwann Kunst wieder verschwunden ist. Also insofern, das wird cool. Bald ist ja schon wieder Rumble und dann geht die Sache richtig zur Sache. Ja, also die Box, die kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Jetzt am kommenden Donnerstag Musik BGE am Start und dann passt das hier. Perfekt, geil. So. Damit sind wir dann auch hier schon soweit durch. Und was sehe ich hier vorne? Den Sewer Surfer Fry. Mega geile Combo. Definitiv mega geile Combo. Leider schon wieder eine 500 Gems Combo. Das ist allerdings ein klein wenig ärgerlich. Aber gut, was willst du machen? Es ist so, wie es ist. Also, wir gucken uns die jetzt mal an. Da hast du den Fry. Und dann hast du hier unten, den müssen wir jetzt einfach mal maxen hier wieder. Schauen wir mal da rein. Maxed out. Fry. Und dann kommt da auf der rechten Seite halt was richtig Geiles raus. Da hast du Punch, dann hast du Leech, dann hast du Gas. Ne? Und das ist natürlich eine absolute Killer-Kombination hier. Ich da reinschaue hier. 26-fach Leech, 19-fach Punch, 22er Gas, 27 Angriff, 56 Leben. Das ist mega fett. Mega fetter Scheiß. Also ehrlich, wahr. Aber ja, 500 Gems, also müssen wir mal gucken. Also wenn man das Ding hier jetzt mal, wenn man da ein Krönchen drauf machen würde, das war 23, bei 30 Leech oder sogar bei 31 Leech, je nachdem, bei 26-fach Gas, bei 35 Angriff und bei 57 Leben. Jo Mann, jo Mann, jo Mann. Hättest du, jetzt zieht euch das mal rein. Der hat hier schon in dieser Version mit dem Softball Player Jerome im First Hit schon 53. Das ist jetzt schon in Mythic Louise Reichweite. Ja, die hat 54 Leben.
Dann hätte sie noch ein Leben übrig. Das Gas würde den Rest tun und dann ist die weg. So, also. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, würde man jetzt hier 10% drauf. Also wenn ich den jetzt hier so, dann würde ich mir echt überlegen, ob ich das mache. Weil dann hättest du nämlich, wie gesagt, 23 Punch und 35, da wärst du schon bei 58 im First Hit. Und das macht auch eine Mythic Louise kaputt. Ja, also egal, was da kommt. Erstmal, wenn da nicht jetzt, was weiß ich, die super krass hochgepushten Mythics sind, ja, das ist crazy scheiße. Also das haut richtig rein. Leute, da ist man wirklich in Versuchung, ne, hier tatsächlich, ja, da die 500 Gems reinzuklatschen, ne? Der ist brutal, mega brutal. So. Ich klicke den jetzt mal ganz schnell wieder weg, weil die 500 Gems habe ich zum einen jetzt gerade nicht da. Die hätte ich morgen. Und zum anderen, ich hoffe, dass er irgendwann so nochmal kommt, ja. So, dann haben wir Captain Lila als nächstes. Und dann schauen wir uns mal Captain Lila an. Was ist denn Captain Lila? Das ist diese da. Das ist eine Lila mit einem Planet. Nee, das ist natürlich geil, ne? Also wenn man das jetzt mal hier so sieht, ne? Auch hier mit einem Planet Express Schiff, siebenfach Schild für alle und sechsfach alle Cheers. So, Fetter Scheiß eigentlich, ne? Und noch nicht mal eingeschränkt in irgendeiner Form, sondern wirklich für alle. Jede Karte kriegt siebenfach Schild, jede Karte wird um 6 Angriffspunkte erhöht. So, und 26 Hämmerchen hier, 26 Angriff und 66 Leben. Das Problem ist, dass der Wert halt so gering ist, ne? So klein ist, dass diese 10% da nicht wirklich in irgendeiner Form sich auswirken würden. Nur jetzt halt 8er Schild und siebenfach Cheers All, ja, also aber 500 Gems würde ich jetzt nicht dafür ausgeben, aber es ist geil. Definitiv geile Kombo. Kann man so sagen. So, jetzt gehen wir mal rüber zur nächsten. Dann haben wir hier die Modest Painting. Und die Modest Painting ist folgende. Hier schauen wir mal da rein. Da haben wir einen Bänder und ja, den vitruvianischen Menschen. Dann kommt dann raus ein Schild und dann kommt raus Leech. Doll! Doll! Super Scheiß. Nehme ich gar nicht. So, gleich wieder wegklicken. Braucht kein Mensch. So. Und dann haben wir zu guter Letzt hier das Ausrufezeichen. Der Flirty Tutor. Der ist so am Rumflirten, dass er sich gar nicht mal, der hat sich schon unter der Bettdecke verkrochen. Mit seinem Schnuggi Mac. Schnuggi Mac 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 Mac. So, und dann gucken wir mal da rein. Und das ist der da, den kennt der ein oder andere vielleicht noch. Den gibt es als blaue, also epische Pre-Combo. Gab es damals auch mal in der Challenge schon. Das ist schon ziemlich alt. Und dann haben wir den Quagmire hier. Ja, was soll ich dazu sagen? Schaut euch das an mit der Tom Landry Middle School. Kommt dann halt Motivieren raus und es kommt Leech raus. Ganz ehrlich, wenn ich mir allerdings anschaue, was der eigentliche Quagmire kann, mit Bombe, mit Leech und mit Gas, würde ich diese Combo nicht spielen wollen. Ja, also, nö, da ist mir der Quagmire Standalone mehr wert als das, was da rechts rauskommt. Ja, kommt natürlich immer auf die Situation drauf an. Es kann natürlich durchaus Situationen geben, wo man sagt, okay, ich muss jetzt irgendeine Karte rechts oder links pushen, damit die irgendwas zerstört und überlebt. Dann macht der natürlich dann auch wieder Sinn, ne? Dann ist das ist klar. Also 10 mal 10 Angriffspunkte mehr oder weniger, das kann schon entscheidend sein, gell? Also kommt immer auf die Situation drauf an, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, wenn die Situation es bedarf, dass du eben die Nachbarkarte nochmal um 10 Angriffspunkte pushst, dann spielst du den Flirty Tutor auch. Also, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit dem Mann gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.